Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Unboxing-Folge. Guten Morgen deswegen, es ist gerade mal, ja, noch nicht mal 5:30 morgens. Ich habe extra mir die Mühe gemacht, mich hier irgendwie so ein bisschen schon mal bereit zu machen, um euch ein Unboxing zu zeigen. Denn ich kann jetzt circa eine Woche lang nicht aufnehmen, weil die Arbeitszeiten meiner Freundin so ein bisschen in die Quere kommen. Am Wochenende ist Rammstein-Konzert und so weiter. Ne? So, ich habe ein Unboxing, wie ich es im Titel schon gelesen habe, von Toystar. Ich habe nämlich hier eine Kiste und auch mein Messer ist bereit. Hier seht ihr es. Toystar ist ein Schweizer Shop, der sehr viele Figuren verkauft, so auch sehr hochwertige Figuren. Also nicht nur das, was hier drin ist. Habe ich gerade gesagt, Funko sind nicht wertvoll? Das stimmt natürlich nicht, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es gibt ja diese ganz hochwertigen Figuren, wo eine vielleicht irgendwie 300-400 Schweizer Franken kostet. Ne? So, genug gequatscht. Toystar hat uns ein Paket geschickt und das machen wir jetzt auf. So, ich kann so viel verraten, es sind 4 Figuren hier drin. Ne? Und wer Funkos kennt oder bei mir inzwischen gesehen hat, der weiß, die sind eigentlich gar nicht so groß. Außerdem, es gibt viele Funko-Sammler, die immer so ein bisschen Probleme haben wegen Verpackung und wenn die Figuren irgendwie eine Delle haben oder sowas. Ne? Hier sogar Vorsicht Glas. Kann man das irgendwo lesen hier? Ne? Vorsicht Glas. Eine Riesenkiste und wenn ich sie bewege, man hört überhaupt nichts irgendwie sich bewegen. Das finde ich sehr gut. Das ist vor allen Dingen interessant für Leute, die eben wirklich Funko sammeln. So, dann schneide ich mal hier durch. Ui, da ist mir gerade ein bisschen Plastik entgegengekommen. So. Ne, hier, wir machen wieder Toystar-Werbung. findet ihr übrigens genauso geschrieben. Ne, stimmt nicht. Hier unten www.toy-star.ch. Ich habe auf der Seite gelesen, die schicken nur nach in der Schweiz natürlich und nach Liechtenstein, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es ist, ob sie auch nach Deutschland senden würden. Da hätte ich eigentlich vorher mal nachfragen müssen, weil da schon so ein kleiner Kontakt entstanden ist. Ihr könnt ja einfach mal nachfragen, vielleicht über Facebook oder so. Die findet man auch auf Facebook. So, genug gequatscht. Wir haben Verpackungsmaterial. Oh, so. Verpackungsmaterial, lalalala. So, wir haben hier einen kleinen Zettel. Der neue Schweizer Online-Shop für Actionfiguren. Neu? Gibt es die also noch nicht so lang? Ich muss mich da mal mehr informieren. Vielleicht beim nächsten Mal, denn ich habe das Gefühl, ich werde wieder bestellen. lassen Sie sich entführen in eine Welt der Fantasie und Nostalgie. Und dann noch ein paar Logos, Star Wars, Masters of Universe, Marvel, Living Dead Dolls, Hot Toys, DC Universe und Sideshow Collectibles. Das sind diese ganz teuren, ne? Also, so habe ich es bisher mitbekommen. Kann man das sehen? Kann man es sehen? Ich hoffe. Ansonsten werde ich ganz bestimmt irgendwo hier oder da noch das Toystar-Logo reinhauen und vielleicht die Webseite mal gucken. Einfach damit ihr das auch findet. So, oder sicher in der Beschreibung. Da haben wir nochmal so ein Ding. Und jetzt kommt nochmal eine Kiste in der Kiste. Also es gibt heute 2 Unboxing. Das ist schon krass. Also, ne, wenn ich das mal hier so zeigen darf. Das interessiert vor allen Dingen die Sammler. Ne, hier, ganz gut verpackt. Hammer. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich das rauskriege. Oder ich mache es anders. Ich mache jetzt die Kiste in der Kiste gleich so auf, weil ich kriege das wahrscheinlich nicht so schnell jetzt raus. So. Na komm. Hier kommt noch Verpackung.
So. Und auch hier nochmal, sieht man, was es ist? Ein bisschen. Auch hier nochmal, ne, vollkommen gut verpackt. Mich wundert ja, ich hätte jetzt vermutet, dass die Kisten, also die Funkos auch nochmal speziell verpackt sind, habe ich auch schon gesehen. Aber das dann doch nicht. Aber die sind da völlig in Sicherheit, also da kann nichts passieren. So, ich stelle das mal hier hin. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Ding. Kann ich das vielleicht hier so... Sieht man das dann? Ich glaube schon, ne? Bisschen Werbung machen. Das ist der neue Funko. Nee, natürlich nicht. So. Ich habe mir 4 Funkos bestellt, habe ich ja schon gesagt. Und ich habe vor allen Dingen, einen wollte ich ganz bestimmt, weil ihr wisst ja, ich habe den Gizmo von Gremlins und da gibt es ja noch den Bösen, der heißt einfach Gremlins, warum auch immer. Und den habe ich mir jetzt auch bestellt, hier, der böse Gremlin. Ihr wisst ja, ne, ich habe ja eine Katze, die heißt Gizmo, wegen diesem Film. Ein alter Film, aber ein geiler Film. Okay, das war erstmal das Erste. Dann, ihr wisst ja, ich habe ja mal irgendwie so Spider-Man-Figuren gekriegt, also eine zumindest. Ich guck gleich mal, was ich sonst noch so bekommen habe. Und ich habe ja gesagt, Spider-Man ist nicht immer so mein Ding, ich bin eher der Batman-Typ, ne? Und Batman habe ich mir jetzt auch 2 besorgt. Und zwar werde ich vielleicht sogar diese Reihe auch noch komplett besorgen, wenn ich irgendwie mal wieder flüssig bin. hier haben wir den Batman von Arkham Knight. Ein ganz normaler Funko, also ohne irgendwie Sticker oder sowas. Finde, der sieht sehr geil aus. Oh, kann ich es vielleicht so machen? Na komm. Alter Mann, du schaffst das. So, ne, dann bleibt das vielleicht so stehen. So. Sieht sehr geil aus. Ich mag ja die Arkham Knight Reihe und das war sowieso die beste Batman-Filmreihe sowieso, ne? Hier diese 3 Batman Begins und so weiter. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. So. Dann. Der erste Funko mit einem Sticker, ne? Das ist der erste Funko, den ich habe, der einen Sticker besitzt, und zwar von Underground Toys. Ist jetzt, glaube ich, nicht so selten, weil man es irgendwie im Ausland kriegt, ne? Ihr Funko-Sammler wisst da mehr Bescheid. Auf jeden Fall trotzdem cool. Und das ist Arkham Asylum Batman, ne? Hier in diesem Blau. Sieht auch ganz cool aus. Ne? Sieht echt cool aus. Aber jetzt, meine Freunde, habe ich mir den Höhepunkt für den Schluss aufgespart. Denn, wie ihr es vielleicht im Titel lesen konntet, haben wir eine San Andreas. Nee, warte. Wie hieß es nochmal? Hier, diese Comic-Con. Keine Ahnung. Ich glaube San Andreas oder sowas, obwohl das mich irgendwie gerade an GTA erinnert. Moment. Ich will hier keinen Quatsch erzählen. Ich will keinen Quatsch erzählen. Ich habe das vorhin gegoogelt, weil ich kenne mich da noch nicht so aus. Moment. Ich muss nur die Seite öffnen. San Diego. Alter. San Andreas. Natürlich ist das GTA. Es ist natürlich San Diego Comic Con. Und zwar ist es ein Exklusiv von 2015. Ihr wisst ja, ich habe schon einen TED mit Fernbedienung. Aber jetzt habe ich einen TED mit Fernbedienung und Comic-Con-Kleber San Diego. Hier hätte sie auch drauf gestanden, ich Trottel. Und Flocked. Das ist doch geil. Also den werde ich ganz bestimmt in der Kiste behalten. Ich habe jetzt angefangen, ein paar auch aus der Kiste rauszuholen, die eh keinen Kleber oder sowas haben. Die dürfen ruhig jetzt mal im Freien stehen. Aber der hier wird garantiert in der Kiste bleiben.
Ich weiß gar nicht, ob ich ihn mal rausnehmen soll. Um zu zeigen, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das lasse ich. Auf jeden Fall ist er flockt. Ganz speziell gibt es nicht so oft. Und wie gesagt, ein Exklusiv. Damit habe ich mein erstes richtiges Exklusiv. Neben natürlich hier Batman mit dem Hot Topic. Nee, nicht Hot Topic. Underground, Alter. Underground Toys Kleber. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, ich werde in diesem Laden noch mehr Geld ausgeben. Denn die Auswahl auf der Seite ist zwar groß, hat aber sehr viel Star Wars und Sachen, die mich nicht so interessieren. Aber es gibt die Möglichkeit zu sagen, hey, ich suche das und das. Kannst du mal gucken, ob du das irgendwo herkriegst? Und er macht dann ein Angebot, wie viel es etwa kosten würde, wenn er es hinkriegt. Ne? Finde ich ganz geil, ist super. Und wie gesagt, den hier habe ich ganz einfach auf der Seite bestellt. Ne? Wer sowas sucht, ich glaube, es hat noch. Ich bin aber nicht sicher. Sehr geil, weil in der Schweiz ist das relativ schwierig, irgendwie sowas zu bekommen, außer man würde über eBay. Und eBay ist immer so ein bisschen, ne? Viele Verkäufer sind da irgendwie aus Amerika oder sowas und schicken zum Teil nur in Amerika rum oder nur Richtung Deutschland, aber nicht bis in die Schweiz. Und das ist halt so ein bisschen Kacke. So, das war's auf jeden Fall fürs Erste. Im Übrigen sind die Funkos dort, also natürlich abgesehen von so speziellen, günstiger als zum Beispiel bei EMP. Ne? Und auch als, wo habe ich noch bestellt? Funshop CH zum Beispiel. Sind günstiger. Ne? Einfach, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr in der Schweiz lebt und sowas wollt. Wie gesagt, die Deutschen können ja mal anfragen, ob er vielleicht auch nach Deutschland schickt. Ich weiß das nicht so genau. Auf jeden Fall geiler Shop, geiler Typ, hatte schon ein bisschen E-Mail-Kontakt und alles super. So, das war's von mir. Es ist jetzt 5:30 gewesen. Ich muss mich schon bald bereit machen, um zur Arbeit zu fahren. Und deswegen lasse ich euch jetzt alleine. Wie gesagt, extra für euch früh aufgestanden, damit ihr dieses Video bald mal kriegt und das nicht allzu lange dauert, weil ich wollte die jetzt auch nicht so lange in dieser Kiste lassen. Ne? Die müssen raus in die Freiheit. So, okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.